Seid mir grüßt, meine Poke-Freunde. Hier ist wieder mal der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Unboxing mit einer wunderbaren neuen Box. Und zwar haben wir die Top-Trainer-Box von Drachenwandel. Das neue Set erschien am Freitag, ist raus und wir haben natürlich die. Ich habe natürlich die Top-Trainer-Box gegönnt. Ist immer ein wichtiger Bestandteil meiner Sammlung. Ich versuche immer alle zu kriegen. Sind immer sehr schön als Verstaumöglichkeit und man sieht auch ein paar schöne Gimmicks drin. Schauen wir uns natürlich gleich an. Besondere dieses Mal ist, es gibt nicht nur die hier, es gibt auch noch eine zweite, was heißt besonders, in letzter Zeit ist es oft so, die sieht dann so aus. Hier haben wir halt Glaciola, Aquana, Psyana und Felinara. Bei der anderen waren es Folipurba, Nachtara, Flamara und Blitzer, die wir heute öffnen werden. Die andere kommt schon auch irgendwann mal gucken. Aber heute geht es erstmal um diese Box. Es gibt zwei verschiedene, das ist natürlich wieder ein bisschen Geldmacherei, ne? Man kennt es ja. Wobei es sich bei Evelyn natürlich anbietet, weil es ja so viele Formen gibt. Wir öffnen die Box und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn sie geöffnet ist, dann wieder auf dem Unboxing Underground. Okay, die Box ist weit geöffnet. Wir haben hier einmal, ich zeige euch mal jetzt auf der Facecam natürlich. Da haben wir einmal das außen rum gewesen. Das ist bei mir meistens Müll. Manche hängen sich das auf, weil hier drin sind die Booster-Artworks zu sehen. Das sieht man jetzt nicht. Die Booster, die zeige ich gleich, die sind halt nochmal groß drauf. Das kann sich quasi als Poster an die Wand hängen machen, manche. Ich persönlich mache das nicht, weil ich habe keine guten Wände. Ihr seht hier hinten den schrägen. Es ist schwierig mit Wänden bei mir. Ja, das ist quasi wie meist wahrscheinlich eher Müll. Aber jetzt haben wir hier natürlich die schöne Box. Die sieht echt nice aus, finde ich. Da haben wir hier oben auf dem Deckel die vier Evoli-Formen, die ja auch vorne drauf waren. Das heißt, die haben wirklich, wenn man alle Boxen haben will, muss man wirklich beide haben, weil der Deckel unterschiedlich ist, so wie ich das sehe. Ja, wäre natürlich cool gewesen, wenn auf der einen Seite das und auf der anderen Seite das andere wäre. Dann hätte man sich eigentlich nur eine Box holen müssen, um beide zu haben. So, ja, brauchen wir beide. Hier ist mal so ein kleines Infoheft bei. Ich sag's immer wieder, wir schauen natürlich mal kurz rein, schauen uns die Secret-Wares an, würde ich sagen. Was wird hier beschrieben? Wird einmal beschrieben, was es an neuen Karten gibt, ne? Hier in Evoli, weil das ja großes Thema in dem Set ist. Beschrieben, was es an neuen Karten gibt, seht ihr hier, wird beschrieben, was für Attacken die haben und wie sie sich auswirken so ein bisschen. Ist für Spieler, glaube ich, ganz interessant. Dann so ein bisschen Kombinationen, die man machen kann mit verschiedenen Karten, hier mit Vati und Rayquaza zum Beispiel, die Arktos und Koronospa. Wobei das Koronospa ja schon aus dem letzten Set ist, also es wird auch setübergreifend ein bisschen was an Taktiken preisgegeben, die man machen könnte. Genau. Und hier hinten hat man nochmal das ganze Set. Wir wollen nur mal kurz die Full Art Aufwärtskarten auf jeden Fall angucken, weil es ist echt ein nice Set. Grundsätzlich habe ich das Set ja schon mal als News-Video gemacht. Da habe ich euch schon mal alle Karten ab Ultra Rare aufwärts, also ab Full Art aufwärts gezeigt. Und hier seht ihr, es ist wunderschön. Hier unter anderem Folipurba als alternatives Artwork natürlich eine Top-Karte. Glaciola als alternatives Artwork natürlich für mich eine Top-Karte. Die Full Art Karte konnten wir schon ziehen im Pre-Release-Kit. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Gehen schon mal eine kleine Karte von der Liste weg. Dann gibt es hier noch Dragoran, auch ein Most Wanted Pokémon, Rayquaza. Die ganzen Evolution natürlich mit Felinara, Blitzer. Wunderbare Karten, wobei natürlich Aquana, Blitzer und Flamara als alternatives Artwork in der V-Version rausgecuttert wurden aus dem Set. Mal gucken, wie wir die dann kriegen. Muss noch mal schauen. Trainerkarten auch ein paar schöne. Hier haben wir Aroma Lady, die Nachahmerin, auch sehr cool. Dann Mac, Roy und Amalias Entschluss. Die Drachentrainerin, auch sehr cool. Dann eine ganze Reihe an Regenbogenkarten. Nochmal alternative Artworks von den VMAX-Karten von Folipurba, Glaciola und Felinara. Rayquaza, Nachtara und Duraludon gibt es auch noch. Sehr cool. Psyana VMAX in alternativen Artworks ist auch rausgecuttet worden. Wird wahrscheinlich auch eine Box daraus werden, glaube ich. Und dann haben wir hier hinten nochmal die Rainbow Trainerkarten. Waren die vorhin ja auch schon drauf. Sind ja die gleichen, die es als Full Art gibt. Und dann nochmal Gold-Pokémon, Frostdedie, Inteleon und Cresselia. Dann noch ein paar Items und Stadionkarten und die drei Energiekarten, die es gibt hier. Blitz, Unlicht und die Metallenergie ganz alleine auf der letzten Seite. Auf jeden Fall ein schönes Heft, kann man sich natürlich gerne mal angucken. Und ja, das ist halt in jeder Top-Trainer-Box immer drin. Die Top-Trainer-Box gehört zum normalen Set, das bedeutet, die haben hier keine Promokarte und auch nur 8 Booster drin. Wenn es zum Sonderset ist, wie bei Weg des Schems oder bei Glänzendes Schicksal, dann sind es immer 10 Booster und meistens auch eine Promokarte. Hier sind jetzt nur 8 Booster drin, aber auch 8 Booster sind nicht schlecht. Wenn ihr euch jetzt grundsätzlich aber nicht für das Promo-Material der Box interessiert und mehr Booster rippen wollt, würde ich euch eher empfehlen, Einzelbooster zu holen. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr einen Händler erwischt, der vertrauenswürdig ist, weil im Internet ist natürlich das Problem mit dem Abwiegen immer gegeben. Ich kann auch euch die guten Cardbytes empfehlen, daher kommt auch diese Box. Die stehen natürlich unter Video verlinkt. Die beiden Dudes haben auch einen Kartenshop und dort, ja, habt ihr auf jeden Fall die Sicherheit, dass die Booster nicht abgewogen sind. Wir schauen gleich mal rein. In so Boxen ist halt die Möglichkeit, dass die abgewogen sind, sehr, sehr gering. Generell, egal wo ihr sie holt, weil die Boxen müssen dann geöffnet werden, wieder zugeschweißt werden, das macht niemand. Glaube ich, hoffe ich. Hier haben wir auf jeden Fall eine Schadens- und Giftmarke. Wir haben uns so ein Heft, wo die Anleitung für Spielen drin ist. Jetzt nicht so interessant. Dann haben wir Energiekarten. Die sind, ja, wenn man anfängt zu spielen, kann man die gut gebrauchen. Wenn man jetzt, so wie ich, sehr viele Boxen geöffnet hat, braucht man die eigentlich eher nicht mehr. Würfel haben wir hier auch mit
einer relativ schönen Farbgebung. Finde ich persönlich. Das hier ist der Münzwurfwürfel, der ist durchsichtig, dass man sieht, dass da kein Gewicht drin ist. Das ist ganz wichtig. Der ist halt dadurch auch turnierlegal. Ein Code, der die Box online freischaltet, ist halt nur optisch schön fürs Spielen. Dann haben wir hier natürlich noch die Kartentrenner, die sind auch sehr schön. Auch in der Gestaltung, oh, hinten sogar anders, der Box. Und es gibt noch die Hüllen. Ich glaube, die Hüllen sollen sogar ganz gut sein, die fühlen sich jetzt eher matt an. Früher waren die sehr rutschig, das ist glaube ich jetzt nicht mehr so, deswegen sind man die Metalle auch relativ gut zum Spielen zu verwenden. Und das war es auch schon, was in der Box drin ist, also jetzt keine wilden Sachen. Aber 8 Booster, und die werden wir uns jetzt anschauen, ne? Mal gucken. 8 Booster ist schon eine gute Anzahl, um ein paar Puls zu ergattern. Haben wir jedes Artwork? Wir haben einmal da jedes Artwork, wir haben zweimal jedes Artwork. Ui, sehr schön. Tolle Booster-Artworks haben wir auch. Felinara, Nachtara, Rayquaza und Duraludon. Ich denke, Duraludon fällt ein bisschen ab. Duraludon ist jetzt nicht mein Favorite. Könnt ihr aber gerne in den Kommentar schreiben, wenn ihr ein mega Duraludon-Fan seid. Aber die anderen drei finde ich ziemlich cool. Das Prinzip von Duraludon so als Hochhaus ist auch irgendwie ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Jo, Codes gibt es auf jeden Fall gleich auch, also haltet eure Scan- oder Pokémon-TCGO-Geräte bereit. So, wir starten mit einer Wasserenergie. Unsere erste Energie des Tages, Muntier. Dann haben wir Actillas, Roy, Lilmineep, ein Bummels an der Klippe, Nocturne, Barschwa, das gerade geangelt wird, Zurokex, Wommel als Reverse und unser erster Hit des Tages ist ein Holo Marshadow vom fließenden Angriffsstil. Sieht ziemlich nice aus, hat die Möglichkeit gespielt zu werden in jedem Deck, weil es eine Energie von Typus egal braucht, also hier normale Energie. Und auch nur eine. Fließende Jagd, durchsuche dein Deck nach bis zu 2 fließenden Angriffskarten, zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Oh, hier ist noch nicht mal eingegrenzt. Was? Also könnten Energien, Trainer und Pokémon sein, das ist gut. Schattenflackern, 10 Schaden, wenn es verteidigende Pokémon während des nächsten Zuges kampfunfähig wird, nimm eine Preiskarte mehr. So gut, bei 10 Schaden ist das natürlich schwierig, einen K.O. zu setzen. Bei den KP-Monstern, die wir aktuell haben. Aber schöne Karte. Die Reverse-Karte war auch noch eine Hülle. Sammle ich ja auch. Generell das Marshadow hört sich gar nicht so schlecht an. Gerade im frühen Spiel könnte man damit schnell ein paar Karten auf die Hand kriegen, die man braucht. Booster Nummer 2. Die Hitrate ist ja so 1 zu 3, 1 zu 4. Also sollten wir hier schon mit 2, 3 Hits rausgehen, wenn es durchschnittlich ist. Aber ich hoffe mal auf was Besseres, weil die Pre-Release-Kits, die ich geöffnet habe, waren halt teilweise echt nicht so gut. Ein Code für euch. Viel Spaß damit. Den Code könnt ihr einfach einscannen. Ich werde gleich mal einen Code in die Kamera zeigen, wo ich das Scanfeld zuhalte, damit auch Leute, die jetzt nicht direkt die Ersten sind und nicht so schnell sind, vielleicht eine Chance haben, den zu kriegen. Generell, Codes gibt es auch immer wieder auf unseren Discords. Also es gibt hier 2 Discord-Server, wo ich aktiv bin. Einmal, also wo ich auch Codes rausgebe ab und zu. Und zwar einmal die Pokémetropole und einmal meinen eigenen. Dort könnt ihr gerne auch joinen, unter dem Video verlinkt. Dort gebe ich ab und zu mal Codes raus für die Community oder auf Instagram. Ist natürlich auch eine Idee, mal da reinzuschauen. Evoli, oh, wunderschönes Artwork. Guckt euch das an mit Evoli und Rayquaza auf einem Artwork. Das Evoli steht da auf der Dachpfanne und schaut dem Rayquaza hinterher. Sehr cool. Hubbelupf und Gyarados V. Sehr cool. Ein Kanto-Pokémon, natürlich auch sehr, sehr beliebt. Ich mag Gyarados auch sehr gerne. Ist auch ein sehr cooles Pokémon, außer wenn man gegen Elektro-Pokémon kämpft, dann hat es halt die Vierfachschwäche durch Flug und Flug und Wasser. Oh, die Sleeve ist sehr, sehr eng. Warum ist die so eng? So, aber zweiter Booster, zweiter Hit. Läuft gut, läuft gut. Immer schön, wenn eine Top-Trainerbox ein bisschen gönnt. Hatte auch schon Top-Trainerboxen, die haben natürlich gar nichts gegeben. Das bleibt halt nicht aus, wenn man so viele öffnet. Aber generell, auch wenn ihr eine kauft, kann es passieren, dass da einfach nichts drin ist. Am safesten, also am sichersten mit Puls seid ihr eigentlich bei ganzen Displays. Dort habt ihr eigentlich fast immer, also ich sag mal, 6 aufwärts ist immer an Puls garantiert in so einem Display. Ich glaube, weniger habe ich noch nicht gesehen. Wenn doch, gerne in Kommentare schreiben. Deswegen empfehle ich das eigentlich am ehesten. Ist meistens auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her am besten. Man hat ja kein Promomaterial, einfach nur die puren Booster. Oh, die Rettungsbox. Oh, da habe ich die Aroma-Lady unterschlagen. Entschuldigung dafür. Traumato, Voltilam, auch süßes Artwork. Litomid, Carnivana, Flabébé. Tengulist als Reverse Holo Rare und ein Arctos in Holo. Boah, ist das nice. Richtig cooles Artwork, das ist schön. Galar-Arctos natürlich in der Psychoform. Gefühlskalter Ansturm. Wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand auf deine Bank spielst, kannst du 2 Psycho-Energien aus deiner Hand an dieses Pokémon legen. Das ist eine coole Fähigkeit, damit kriegt man das sehr schnell battle-ready. Hatte früher auch Kaporiki sowas in der Richtung, gab es mal eine V-Karte, eine Gex-Karte damals, die das auch gemacht hat, meine ich. Wenn ich mich nicht ganz vertue. Auf jeden Fall eine Karte, die sehr, sehr cool ist. Und 3 Booster, 3 Hits, okay. Wenn wir Pech haben, ziehen wir jetzt nichts mehr. Aber es gibt halt auch diese krassen ETBs, wo einfach die einfach komplett ausrasten und einfach nur Hits gönnen. Ne? Das gibt es auch immer mal wieder.
Es ist halt wirklich random, total random, wie alles im TCG. So, nächster Booster. Ich habe hier wieder einen Haufen Müll gemacht, sehr gut. Sehr gut, Marcel. Mach einfach mal einen Haufen Müll. Wir starten mit der Feuerenergie, okay. Tentoxa, auch ein gutes altes Kanto-Pokémon, das Glückseis. Erinnert mich immer an das Eis von, das blaue Eis von Kingdom Hearts 2. Wenn ihr das Spiel gespielt habt, da hatten die auch mal so ein blaues, so ein Meersalzeis war das. Erinnert mich da ein bisschen dran. Werde ich ein bisschen nostalgisch, wenn ich das sehe. Kingdom Hearts auch ein tolles Spiel. Vielleicht auch mal ein Spiel für ein Let's Play oder ein Stream. Mal gucken. Karpaloris, wieder eine Rare als Reverse und ein Zenlong. Okay, erstes Mal kein Hit. Ja. Steckt man nicht drin, ne? Es gibt immer mal wieder gute und schlechte Booster. Aber die Reverse Holo, wieder eine Rare, auch gut. Das sind ja so die, die in Battles noch Punkte geben würden. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil die am schwersten zu kriegen sind. Weiß es nicht. Nächster Booster mit dem Duraludon. Mit dem guten alten Duraludon. Schon so alt, das Pokémon. Quasi von Vintage. Wir starten mit einer Kampfenergie diesmal. Shopping Center. Mebrana, Tentoxa, Traumado, Arctip, der Eisberg, Lilminip, Frigometri, Sohua. So, Beerus als Reverse und ein Fiaro. Dieses Artwork ist wirklich Zucker, oder? Liebe dieses Artwork. Es ist eine wunderschöne, wunderschöne farbliche Komposition, wie ich finde. Leider keine Holo. Das wäre echt eine schöne Holo. Ich hoffe ja eigentlich, das wäre cool, wenn die Karte irgendwo als Promo mit Galaxy Folmer kommen würde. Das würde ich richtig feiern. Das sähe, glaube ich, echt stark aus. Gibt immer wieder so Karten, die eigentlich vom Artwork her echt mal einen Holo-Effekt verdient hätten und es dann leider nicht kriegen. Mal gucken, ob wir bei dem Fiaro mehr Glück haben. Auch das Coole am Fiaro natürlich, man kann es in jedes Deck einbauen, weil es ein Normal-Pokémon was ist, was nur normale Attacken braucht, normale Energien braucht. So, wir starten mit der Elektroenergie im nächsten Booster. Da haben wir den Spielzeugfänger, die Kristallhöhle, auch traumhaftes Artwork. Ursaring, Teddy Ursa direkt davor, dann haben wir die Entwicklung komplett. Leufeo, der Kindwurm, Yorklef, Datiri und ein Ampharos. Auch schönes Artwork, wie es so chillig auf der Wiese liegt. Ja, kann man mal machen. Generell muss man sagen, viele Artworks von Pokémon sind natürlich sehr schön. Ich will gar nicht wissen, wie viele Zeichner da wirklich sehr viel Zeit mit verbringen, Artworks für Pokémon-Karten zu entwickeln, weil die Karten kommen ja so schnell raus im Moment, ne? Gerade auch in den ganzen Sondersets. Das sind wirklich Massen an Karten. So, zwei Booster noch. Ich würde sagen, beide kurz kriegt ihr. Dann habt ihr jetzt noch die Chance, ein bisschen was für euer Online-Deck zu tun. Wir starten mit dem ersten Booster, wo ich mal den Code zuhalte. Hier. Das heißt, ihr müsst das abtippen. Viel Spaß damit. Wenn ihr was Cooles seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Generell würde ich ja wissen, wer die Codes immer kriegt. Die Codes sind ja meistens weg, aber ich erfahre halt selten, wer sich die Codes im Endeffekt geholt hat. Shopping Center, Mebrana, Bummels an der Klippe nochmal, Emolga, Carnivana, Arctip, das klappt die Fuchs. Dann haben wir die Fliesenangriff, Flugdrachenrolle und ein Tohaido. Auch ein bisschen düsteres Artwork, so ein bisschen wie Deep Blue Sea, ne? Fiese kleine High-Pokémon. In der Dunkelheit des Meeres. Es gibt eigentlich nicht viel Gruseligeres als der Gedanke des dunklen Meeres unter euch, oder? Wenn ihr so im Meer schwimmt, das habe ich ganz oft, dann so nachdenke, dass es jetzt wirklich tief unter dir ist und wer weiß, was da ist, weil es ist so tief, man sieht das gar nicht. Das ist schon ein gruseliger Gedanke, wie ich finde. Nächster Booster, Nachtara. Unser Glücksbooster vielleicht heute. So eine Full Art wäre doch nice. Generell drei Hits ist natürlich schon im Soll. Eine V-Karte auch. Aber man will natürlich, am liebsten will man natürlich die Secret Rares und die alternativen Artworks ziehen. Weil das sind die Karten, die, nochmal kurz vor euch zum Abschreiben, die wirklich schwer sind zu kriegen. Ich meine, hier sind so viele Secret Rares drin, die alle zu kriegen wird echt hart. Vor allem, weil es auch Secret Rares sind, ne? Die ganzen Evolutions und so, die echt teuer werden. Rayquaza auch natürlich. Ja, wird ein Set, wenn du das fertig hast, dann hast du was geschafft. Nocturne, Barschwa, Zurokex, nochmal Vati als Reverse Holo, da gehe ich mal kurz drauf ein, weil das ist eine interessante spielbare Karte mit dem Dynamotor. Einmal während deines Zuges kannst du eine Elektroenergie aus deinem Abfangstapler ein Pokémon auf der Bank anlegen. Hast du einen Vati auf der Bank, kannst damit deine Bank-Pokémon schön vollsaugen, das ist richtig nice. Und dahinter haben wir, oh, ein Felinara V, nice. Eine Evolution noch zum Abschluss mit Traumgeschenk und magischer Kuss, sehr cool, freut mich. Da haben wir schon die V-Max von gezogen, oder? War's ja, doch, Felinara war es, in einem anderen Opening. Das heißt, die könnte ich jetzt theoretisch schon einmal spielen. Man braucht natürlich eigentlich mehr für ein Deck. Traumgeschenk, einmal während deines Zuges kannst du dein Deck nach einer Itemkarte durchsuchen, sie deinem Gegner zeigen und auf deine Hand nehmen. Mische anschließend dein Deck, wenn diese Fähigkeit einsetzt, endet der Zug. Oh, das ist fies. Aber vielleicht gerade im frühen Spiel gar nicht so verkehrt. Tolle Karte auf jeden Fall. So, warte, ich kriege auch noch eine Hülle und dann gucken wir uns nochmal die Hits des Tages an. Könnt ihr schon mal euch die ersten Gedanken machen. Wir hatten ja quasi
Ich nehme mal die Holos mit als Hit des Tages. Die habe ich jetzt hier intelligenterweise mit reingemischt. Wir hatten mal Shadow und wir hatten... Arktos. Arktos war echt nice. Ich glaube sogar... Ich möchte gerne von euch wissen, welche der Karten gefällt euch optisch am besten. Ich muss sagen, es ist schwierig bei mir. Ich schwanke zwischen Felinara und Arktos, wenn ich ganz ehrlich bin. Die beiden sehen halt echt cool aus. Ich mag Gala Arktos sehr gerne. Es ist so ein düsteres Arktos. Aber Felinara ist natürlich auch nice. Galos auch nicht zu verachten. Shadow auch. Es sind schöne Karten generell, wirklich... Hallo Katze. Wirklich schöne Karten. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Top-Hit ist. Ich gehe einfach mal mit Gala Arktos. Einfach rein optisch. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Das nächste Opening gibt es am Mittwoch. Da machen wir, glaube ich, ein paar Blister auf. Also gerne auch reinschauen. Und im nächsten Stream gibt es am Montag. In dem Sinne, wahrscheinlich auf Twitch, unter dem Video verlinkt. In dem Sinne, einen wunderschönen Sonntag noch. Bis dann, ciao, euer Marcel.